Wien am Mühlweg. Die größte Holzbaustelle Europas. 250 Wohnungen entstehen auf Initiative der Stadt. Sie hat Land- und Wohnbauförderungsmittel zur Verfügung gestellt und einen Wettbewerb für drei Bauträger ausgeschrieben. Bedingung war Holz- oder Holzmischbau, energiesparend, kostengünstig. Die gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft verpflichtete für ihre Gebäude Österreichs berühmtesten Holzbauarchitekten Hermann Kaufmann aus dem Vorarlberg. Für ihn ist Holz Alltag. Es ist ein Baustoff, mit dem wir aufgewachsen sind. Ein Baustoff, der uns vertraut ist. Dieses Vertrauen vielleicht in den 60er, 70er Jahren verloren hat, aber dieses Vertrauen, wir versuchen wiederzugewinnen. Also, das ist für mich auch die Herausforderung und das Tolle an diesem Material, einfach zu zeigen, was damit machbar ist. Und natürlich die anderen Schlagworte wie heimisches Baumaterial und ökologische Qualität und so weiter möchte ich hier gar nicht aufzählen. Nur diese vielen Facetten von Holz sind das Spannende eigentlich an diesem Baustoff. Das Wiener Holzbauprojekt ist zukunftsweisend. Es wurde möglich durch geänderte Bauordnungen und gutes Zusammenspiel von Politik, Holzbranche und deren Verband Pro Holz Austria, Forschung und Technischer Universität um Professor Wolfgang Winter. Wir leben alle in Städten und wir leben alle in der Verdichtung. Das heißt, wenn man Holz unterbringen will, dann muss man es in der Stadt unterbringen. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, wir können vorfertigen im Holz. Wir können gut transportieren. Es sind enorm schnelle Baustellen und es sind wasserfreie Baustellen. Und es sind auch Gebäude, die man sehr schnell verändern kann und die man auch wieder relativ leicht abbauen kann. Das heißt, all die Bedingungen, die man für eine mobile, dynamische Gesellschaft braucht. Ein Schlüssel für den modernen Holzbau ist die Vorfabrikation. Eine der Schweizer Marktführer darin ist die Firma Renkli in Sursee. Sie konzipiert und produziert mit 130 Mitarbeitern Wohnhäuser, Siedlungen sowie Gewerbebauten und fertigt die Bauteile in der Halle an. Die Wand- und Deckenelemente werden im Holzrahmenbau montiert, meist aus Fichtenholz. Die Rahmenhölzer und alle anderen Halbfabrikate bezieht man über ein Netz professioneller Zulieferer. Die Bauteile werden mittels Tacker zusammengeklammert. In der wettergeschützten Halle lässt es sich präzise arbeiten. Die Haustechnikkomponenten werden hier schon eingebaut, auch alle Elektrokabel und Sanitärleitungen. Das gilt es minutiös zu planen. Renkli Holzbau wurde 1923 gegründet. Heute leitet die vierte Generation das Unternehmen. Dass man mehrstöckig bauen kann, das hat man schon vor 100 Jahren bewiesen. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg kam das Bedürfnis von Beton, von Bunkern und man wollte Schutz. Zum guten Glück hat das wieder geändert. Heute sucht man Wohnqualität, also man sucht Behaglichkeit in den Häusern. Und da ist Holz ein genialer Baustoff. Steinwolle dient als Isolation und als Schallschutz, sowohl in den Wänden als auch in der Decke. Mit dem Holzrahmenbau lassen sich hervorragende Wärmedämmwerte erzielen. Das bringt im Winter geringen Wärmeverlust, im Sommer angenehme Temperaturen. Die Renkli AG ist denn auch Pionier und Marktführer für Niedrigenergie- und Passivhäuser. Im Holzrahmenbau werden auch gleich die Fenster eingebaut. Die Vorfabrikation geschieht meist kurz vor dem Aufbau. Just in time, wie in der Autobranche. Man hat nicht Platz für große Lager und die Elemente können auch nicht beliebig groß sein. Bei uns werden die Wände bis 13, 14 Meter gefertigt. Normalerweise sind sie zwischen 8 und 12 Metern. Das hängt immer auch mit der Logistik zusammen. Es hängt damit zusammen, wie werden die Elemente montiert, also auf der Baustelle. Um 7 Uhr morgens beginnt der Aufbau. Am Abend steht das zweistöckige Haus. Stop now. Das Fundament mit Keller ist vorgängig aus Beton gegossen worden. Holz hat im Erdreich nichts verloren. Beim Aufbau darf es nicht regnen. Es wird kein Wasser verwendet, im Unterschied zum Betonbau. Nur die Präzision zählt. Wenn das Erdgeschoss mit allen tragenden Zwischenwänden aufgestellt ist, wird es zugedeckt.
Der Innenausbau, die Verkleidung der Decken und Wände, kann am nächsten Tag beginnen, unabhängig von der Witterung. Ein Holzhaus ist heute noch vielleicht um 2 bis 3% teurer in der Erstellung als ein Massivhaus. Aber es zählt auch die Qualität. Es ist vom ersten Tag an trocken. Holz atmet, verbreitet eine angenehme Stimmung und man kann Energiekosten sparen. Der Vorteil von unseren Elementen ist einfach, dass wir sehr viel Isolation verwenden, weil wir sagen, wenn ein Haus gut isoliert ist, verliert es wenig Energie. Wichtig ist auch, dass die Fenster, die eingesetzt werden, entsprechend isoliert sind und wir bauen helle Räume. Also es ist ganz wichtig für Menschen, die in diesen Häusern leben, eben diese großen Fenster zu haben, weil sie haben die Verbindung zur Natur außen, beziehungsweise können wir über diesen Weg auch die Sonnenenergie nutzen. Bei den Renkli-Häusern wird zudem Energie auch aus der Erde gewonnen. Und später wird im Hausinnern regelmäßig Frischluft zugeführt und verbrauchte Luft abgezogen, wobei die Raumwärme zurückbehalten wird. Der Energieaufwand ist dadurch sehr minimal. Alles eingerechnet ist der Holzbau nicht teurer als der Massivbau. Im Alpenraum, vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sind in den letzten Jahren viele Holzbauunternehmen entstanden. Da gibt es Wald. Und es gibt noch den Zimmermann, den Schreiner, also die Handwerkskunst. Sie ist ein wichtiges Fundament für die Systembauweise. Und neue Brandschutzgesetze beflügeln die Branche. Das Wohnhaus in Steinhausen bei Zug, von Renkli in 8 Wochen aufgestellt, ist europaweit das höchste Holzhaus im Niedrigenergiestandard. Der Bau von 6-geschossigen Wohnhäusern aus Holz ist seit Januar 2005 möglich. Dank neuer Brandschutzvorschriften, für die sich der Ingenieur dieses Hauses seit 15 Jahren einsetzt. Die Architektur wünscht eigentlich bei Holzbauten auch hölzige Außenwände und das Brandverhalten im großen Maßstab 1:1 war nie so richtig klar. Hier ging man eigentlich von falschen Vorurteilen aus, unter dem Motto, wenn eine Holzfassade brennt, hat man ein flammendes Inferno über mehrere Geschosse. Um die Realität kennenzulernen, wurden im Jahr 2003 Versuche gemacht. Die Stadt Merkers stellte ein Abbruchobjekt und die Material- und Forschungsanstalt Leipzig Fachleute zur Verfügung. Das Haus wurde innen verkabelt und außen mit Holz eingekleidet. Finanziert wurde der Versuch vom Schweizer Förderprogramm Holz 21, dem Dachverband der Holzwirtschaft Lignum sowie den Partnerorganisationen aus Deutschland, Österreich und Finnland. 60 Entscheidungsträger der europäischen Holzbranche fanden sich ein. Die Frage war, wie reagiert die Holzaußenwand, wenn sich im Gebäudeinnern ein Feuer ausbreitet? Die Messgeräte gaben Folgendes zu Protokoll. Bei einer Hitze von 250 bis 300 Grad treten brennbare Gase aus dem Holz. Zurück bleibt verkohlte Holzfaser. Kohlenstoff brennt aber erst bei 1000 Grad. Diese Hitze kann sich im Außenraum aber kaum entwickeln. Also ist das verkohlte Holz ein Brandschutz. Zudem erreicht das Feuer, je weiter es vom Brandherd entfernt ist, nicht mehr 250 Grad, weil die Außentemperatur die Hitze beeinflusst. Der Brandschaden bleibt mehr oder weniger lokal. Auch eine Betonwand müsste im gleichen Ausmaß ersetzt werden. Nicht einmal Molotow-Cocktails bringen die Holzfassade zum Brennen. Die Temperatureinwirkung ist zu gering. Das war die Geburtsstunde für neue Brandschutzvorschriften in Europa. Man formulierte Maßnahmen neu, etwa das Montieren von Schürzen aus Holz oder Blech, die eine Brandweiterleitung verhindern können. Es gilt, vor dem Löschangriff der Feuerwehr darf es an höchstens 3 Stockwerken zu einem Brandschaden kommen. Auch für die Innenräume zählt die Zeit, in der die Wände und Böden einem Brand widerstehen. Zurück zum 6-geschossigen Holzgebäude bei Zug. Man hat hier die Erkenntnisse der Versuche in Deutschland direkt umgesetzt. Man hat hier vollständig unbehandelte Holzaußenwandbekleidung in Rotzeder geschossweise mit einem Blech so unterbrochen, dass eine Brandweiterleitung in der Hinterlüftung wie auch an der Holzoberfläche über mehrere Geschosse verhindert wird. Und damit wird diese Holzfassade
im Schadenausmaß vergleichbar einer Fassade in einem sogenannten nicht brennbaren Material. Die Erdbebensicherheit und die Tragfähigkeit von Holzbauwerken sind heute genauso gegeben und berechenbar wie im Massivbau. Dazu braucht es aber den Holzbauingenieur. Hier ist ein neuer Beruf entstanden. Der Spezialist zwischen Architekt und Holzbauer. Pirmin Jung hat 1996 allein angefangen. Heute arbeiten 12 Ingenieure im Team. Einfamilienhäuser können erfahrene Holzbauunternehmer selber planerisch bearbeiten. Wenn es aber in den Mehrgeschosse reingeht, wo es 3, 4 Geschosse hat, wo die Anforderungen komplexer sind, wo die Statik mit dem Schallschutz und dem Brandschutz und der Kostenoptimierung zusammenläuft, da braucht es aus meiner Sicht den Holzbauingenieur. Etwa auch für scheinbar gewagte Konstruktionen wie diesen Aufbau im Luzernischen Rhein, in dem die Holzbauingenieure arbeiten. Pirmin Jung verfügt über ein europäisches Netzwerk, bearbeitet einzelne internationale Projekte und kümmert sich gleichzeitig um die Ressourcen, die Nachhaltigkeit und die Mehrwertschöpfung. Für das Holz im Bauwesen spricht, dass das Holz vor unserer Haustüre wächst und unsere Wälder in der Schweiz und in Europa nachhaltig bewirtschaftet werden. Das heißt, es wird nicht mehr Holz gefördert oder genutzt, als in der gleichen Zeiteinheit nachwächst. Es ist auch so, dass mit dem Holzbau die Wirtschaft in der Region gefördert werden kann, weil da Arbeit generiert wird auf kleinstem Raum und das Baumaterial schlussendlich nicht über weite Wege transportiert werden muss. Eine Arbeit seines Teams ist die Holzbausiedlung Hegi an Wandweg in Zürich für die Architekten EM2N. Für die Feuerschutzbehörde war es 2001 ein Pilotprojekt im Hinblick auf die neue Brandschutznorm. Aber man hat ohnehin keine Holzfassade geplant. Es ging uns nicht darum, ihm das Holz zu zeigen. Es ging uns nicht um das atmosphärische Potenzial von Holz, zum Beispiel, beispielsweise in diesem Projekt, sondern es ging uns darum, Holz als ganz banalen, selbstverständlich alltäglichen Baustoff einzusetzen. Nur die Treppenhäuser sind aus Beton, um die Fluchtwege zu garantieren. Die Häuser erfüllen den Minergie-Standard und die Mieter können den 100 Quadratmeter Wohnraum selber einteilen. Die Familienheimgenossenschaft Zürich als Eigentümerin wollte mit dieser vorbildlichen Holzbausiedlung ein Zeichen für die Zukunft setzen. In Waldstadt im Kanton Appenzell befasst sich die Firma Lignatur mit Holzdecken und Dachsystemen. Holzdecken soll man sehen dürfen. Darum werden die Bretter in eine Nicht-Sichtqualität und eine Sichtqualität sortiert. Holzfehler werden weggeschnitten. Die nun ungleich langen Bretter werden durch geleimte Keilzinken zu 11 Meter langen Brettern verbunden. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Holzdecken, die nicht knarren und poltern, was vor allem im mehrgeschossigen Wohnungsbau störend wäre. Es fertigt unter anderem eine Decke, die hohen Luft- und Trittschallanforderungen genügt. Die erste dieser Art europaweit. Eine eigene und patentierte Entwicklung. Grundlage für diese Silence-Decke sind geleimte Hohlkästen mit genau definierten Kammern. Die Deckenelemente kommen in die Hochfrequenzpresse. Darin werden sie in Form gepresst und der Leim wird zum Aushärten erwärmt. Die Verleimung im Holzbau ist etwa gleich alt wie die Eisenbetontechnik, also rund 100 Jahre. Nachdem die Sichtdecken gehobelt worden sind, erfolgt die Oberflächenkontrolle. Harzgallen zum Beispiel werden ausgebessert. Es wird Fichte, also heimisches Holz, verwendet aus Österreich und der Schweiz. Man will sparsam damit umgehen, mit wenig Holz viele Decken machen. Die Entwicklung der Silence-Decke begann mit einer Beobachtung. Die erste Überlegung war eigentlich einfach, warum sind die Leute mit Holzdecken bezüglich Schallschutz nicht zufrieden? Und das konnte man eigentlich nicht herausfinden, weil wir von den Messprotokollen eigentlich diese Anforderungen immer erfüllten und trotzdem gab es Leute im Holzbau, die nicht zufrieden waren. Und so haben wir begonnen, eigentlich uns die Decken anzuhören. Nicht mehr mit den Messgeräten, sondern mit dem eigenen Ohr.
Und das kam dann eigentlich dazu, dass das, was man als Image von der Holzdecke hatte, sie dröhnt, sie poldert, eigentlich sich bestätigt hat. Und dann haben wir gesagt, wir wollen nicht mehr nur die Norm erfüllen, wir wollen dieses dumpfe Poldern und Dröhnen eliminieren. Um diese von der Norm nicht berücksichtigten tiefen Frequenzen zu eliminieren, vor allem das Dröhnen beim starken Auftreten mit der Ferse, fand Ralf Schlepfer eine Lösung, die ähnlich auch im Brückenbau bekannt ist. Ein Schwingungstilger. Aus der eigentlich fertigen Decke werden einerseits Quadrate ausgesägt und andererseits Schlitze. Durch die Schlitze wird Kalksandsplitt in die Kammern eingefüllt. Ein natürliches Material. Es steht in großen Mengen auf dem Markt zur Verfügung und muss nicht speziell fabriziert werden. Für Ralf Schlepfer ein wichtiges Argument. In die äußeren Kammern kommen Kalksandsteine. Auch sie sind günstige, auf dem Markt erhältliche Produkte. Wie ein Tilger funktioniert, zeigt eine Situation im Alltag. Das einfachste Beispiel ist das Sprungbrett im Freibad. Wenn jemand vorne springt, höher und höher, dann nutzt er die Eigenfrequenz dieses Brettes aus. Und das kann man sehr gut bremsen, indem der hintere als kleiner Schelm dagegen springt und so eigentlich den Kollegen doppelt so hoch bringt oder bremst. Das ist genau das gleiche Phänomen. Wir wollen diese Schwingung bremsen. Getestet und stetig verbessert wurde diese Entwicklung in Rosenheim, im Labor für Schall- und Wärmemesstechnik. Es ist spezialisiert auf die Messung der Luft- und Trittschalldämmung von Decken und Wänden nach internationaler Norm. Dazu wird hier die Silence-Decke mit ihren Schalltilgern in ein Haus eingebaut, im ersten Stock sozusagen. Darüber kommt ein Zimmer. Im Labor werden nur die Werte der Decken selber gemessen. Am Bau müssen natürlich auch die Schallübertragungen durch die flankierenden Wände, Rohrleitungen oder etwa Kabelkanäle berücksichtigt werden. Über die Rohdecke wird eine Trittschallisolation verlegt. Darauf kommen ein Zementestrich und ein Gehbelag. Genauso wie das auch bei einer Betondecke der Fall ist. Die Prüfung von Bauteilen ist ein Schwerpunkt dieses Labors. Der zweite ist die Forschung, zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung. Auch in Deutschland wird der Holzbau rasant verbessert. Von zufriedenen Bewohnern hängt letztlich ab, ob er an Boden gewinnen wird. Nun werden im unteren Stock die Mikrofone montiert, die die Trittschallgeräusche vom oberen Stock aufnehmen werden. Gegründet hat das Labor Professor Holz, ein bedeutender Förderer des Holzbaus. Er verfügt über internationale Kontakte, was auch seine Nachfolger weiter pflegen. Ein Normhammerwerk regt die Decke an. Unten ist hörbar und messbar, wie viel die Decke dämmt. Die Qualität dieser Decke ist ebenbürtig mit einer mängelfreien Betondecke. Und sie dämmt auch dort, wo es die gesetzlichen Anforderungen gar nicht fordern. Bei den tiefen Tönen, eben beim Dröhnen und Poltern. Und das lässt sich leicht überprüfen. Ja, man kann die Messungen im Vergleich durchspielen, indem man einmal ohne diese Tilger misst und einmal mit den Tilgern. Und man sieht da ganz deutlich die enorme Verbesserung, die die Tilger im Resonanzbereich bringen. Zur Messung der Luftschalldämmung wird die Decke durch Töne in der Stärke einer Diskothek angeregt. Von den ausgesandten 100 Dezibel kommen im unteren Raum noch rund 30 Dezibel an. Man operiert absichtlich mit lauten Tönen, um aussagekräftige Dämmwerte zu bekommen. Viele Holzbauer im ganzen europäischen Alpenraum suchen auf vielen Wegen, dem Holzbau noch mehr Qualitäten abzuringen. Vor allem im Bereich der Wärmedämmung. Denn das Naturmaterial hat es in sich. Im Appenzell will man neben Passivhäusern auch Einsparungen in der Vorfabrikation und in der Montage erreichen. Und irgendwann mit Holz bis an die Hochhausgrenze bauen. Dem unermüdlichen Animator der Holzbaubranche, Hermann Blumer, schwebt eine Wand vor, die Betondecken trägt und auf die man alle gewünschten, exakt vorbereiteten Wärme- und Brandschutzelemente innen und außen aufklicken kann. Man könnte, nach seiner Schätzung, einen Quadratmeter in 15 Minuten erstellen. Im Holzbau sind es heute noch 2 Stunden.
Das würde die Kosten massiv senken. Die bei diesem ersten Versuch verwendeten Elemente sind aus natürlichen Stoffen, alle auf der Grundlage von Holz. Die Vorteile sind einerseits die präzise Bauweise im Rohbau und der nachfolgenden Gewerke. Das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist die riesige Flexibilität, die wir mit dem Baustoff haben. Wir können da voll baubiologisch bauen, ohne Leime etc. Wir können auch alle Anforderungen betreffend Brandschutz, Schallschutz und Witterungsbeständigkeit, Luftdichtigkeit können wir erfüllen. Und der letzte Vorteil ist trotzdem immer noch der ökonomische, den man nicht aus den Augen lassen darf, dass man da tatsächlich wahrscheinlich in Zukunft Hüllen in Holz herstellen kann, die eben auch kostengünstig sind. Die HK Gerodur in Gossau experimentiert gegenwärtig mit Fensterrahmen, die wetterbeständig und wärmedämmend sind. Ausgangsmaterial ist ein Komposit aus Halbsägemehl und Halb-PVC. Es wird erhitzt, schmilzt, kann durch das Werkzeug in Form gebracht und anschließend im Wasser unter Vakuum richtig kalibriert werden. Solche profilierte Stangen für Fensterrahmen werden in Amerika produziert. In Europa sind sie eine Marktlücke. Aber die Fensterindustrie wünscht sie sich. Denn die Profile mit ihren Luftkammern isolieren gut, im Unterschied zu Aluminiumrahmen. Sie sind wasserdicht und relativ leicht. Die HK Gerodur, eigentlich spezialisiert auf Kunststoff-Metallverbundrohre, stellt diese Profile im Kleinen für einige Kunden her. Wir haben hier einen zweischaligen Aufbau und das Holzkomposit, das ist außen, weil da ist die Witterungsbeständigkeit gefordert. Und innen haben wir ein Holz, das jede Art sein kann, auch ein Edelholz. Der Vorteil dieser Kombination ist der sehr gute Wärmedämmwert durch das System. Architekt Giuseppe Fendt spart viel Energie mit seiner mit dem europäischen Solarpreis ausgezeichneten Fassade Lucido. Sie besteht aus einem Glas, das die Sonnenwärme durchlässt. Diese wird von Holzlamellenabsorbern aufgenommen. Dank des Glases bleibt die Wärme in der Holzwand, wie in einem Treibhaus. Wenn es kalt wird, gibt das Holz die Wärme langsam wieder ab. Einen eigenen Weg geht auch die Firma Nägeli mit ihrer massiven Appenzeller Holzwand. Sie besteht aus Brettern, die kreuzweise aufeinandergelegt werden. Das gewährleistet die Formstabilität. Man verwendet dabei nur für die Außenseite Erstklassholz. Die Bretter werden einzig mit Holzdübeln zusammengehalten, die vor dem Setzen komprimiert und befeuchtet werden und danach wieder aufquellen. Die Wände schneidet man industriell und im System der Vorfabrikation zu und produziert montagefertige Elemente. Ohne Leim, nur mit natürlichen Stoffen. Man spricht damit auch Menschen an, die unter Allergien leiden. 20 Wohneinheiten gibt's bis heute und sehr zufriedene Bewohner. Denn diese massive Holzwand ist atmungsaktiv und ein guter Wärmespeicher. Die große, träge Holzmasse im Gebäudekörper nimmt die Wärme bei schönem Wetter auf und speichert sie sehr lange. Untersuchungen zusammen mit der ETH Zürich haben diesen Wänden einen ausgezeichneten Wärmedämm- und Wärmebalancewert zugeschrieben. Holz in der Außenfassade. Man kann es lasieren, lackieren oder roh belassen. Holz ist ein lebendiges Material. Eine Bemalung kann Risse bekommen oder sie kann Pilze ansetzen und sich in der Witterung farblich verändern. Bei der EMPA, der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in Dübendorf bei Zürich, beobachtet man an der Bewitterungsanlage die Reaktionen der Hölzer bei Regen, Luftfeuchteänderungen und Sonneneinstrahlung. Hölzer mit unterschiedlichen Beschichtungen und Imprägnierungen. Man möchte das Holz gezielt schützen können, auch im Hinblick auf mehrgeschossige Wohnbauten. Wir arbeiten vor allen Dingen auf Fichte, weil das die wichtigste Holzart im mitteleuropäischen Bauwesen ist, wie wir wissen. Aber wir wissen auch, dass sie in der Haltbarkeit an der Fassade durchaus ihre Nachteile hat. Und unser Ziel wird es sein, oder ist es, mit der Industrie zusammen sogenannte
Garantiezeiten von 15 Jahren zu erreichen. Das heißt, dass eine Beschichtung im Außenbereich unabhängig jetzt von der Intensität der Bewitterung über 15 Jahre lang ästhetisch und technisch ihre Funktionssicherheit erfüllen kann. Aktuell im Gespräch ist die Nanotechnologie. Produkte zum Beispiel mit kleinsten Silikonpartikeln. Besprüht man damit ein Brett, perlt das flüssige Wasser ab. Aber wie lange hält dieser Effekt bei Bewitterung? Vergleiche werden angestellt. Zuerst mit einem unbehandelten Brett. Der Wassertropfen dringt sofort ins Holz ein. Die Geschwindigkeit des Eindringens und die Tiefe werden gemessen. Das zweite Muster wurde mit Nanotechnologie behandelt. Der Tropfen bleibt an der Oberfläche. Und schließlich eine mit Nanotechnologie behandelte Probe nach der künstlichen Bewitterung. Das Brett hat Risse bekommen und der Tropfen dringt etwas ein. Wie lange schützt also Nanotechnologie vor Feuchtigkeit, Licht, Vergrauung? Das will man hier herausfinden und Verbesserungen entwickeln. In der Arbeitsgruppe Holzschutz der EMPA Holzabteilung in St. Gallen setzt man auf biotechnologische Verfahren. Früher hat man vor allem lösemittelhaltigen Anstrichsysteme verwendet. Hier hatte man den Vorteil, dass die Wirkstoffe sehr tief in das Holz diffundiert sind. Heute gehen die Überlegungen klar hin zum Schutz von Mensch und Umwelt und man setzt vor allem wasserlösliche Holzschutzmittel ein. Die haben aber ein Problem, nämlich sie dringen also viel schwieriger in das Holz ein. Und wenn wir also weiterhin mit Holzarten wie Fichte und Tanne arbeiten wollen, müssen wir in der Lage sein, die Trinkbarkeit des Holzes erhöhen, um die Substanzen erst überhaupt in das Holz hineinzubekommen. Man möchte also erreichen, dass etwa Fungizide gegen die Vergrauung oder Imprägnierungsmittel gegen Feuchtigkeit von innen her wirken können. Man hat nun einen Pilz entdeckt, der helfen kann. Man muss ihn aber zuerst auf der geeigneten Nährlösung wachsen lassen. Die EMPA hat mit der Industrie bereits Kontakt aufgenommen, um diese Prozesse zu industrialisieren. Denn die Resultate sind vielversprechend. Nach 3 Wochen in der Wärmekammer hat sich der Pilz stark ausgebreitet. Nun kann man ein Fichtenholzstück dazulegen, damit es mit diesem speziellen Pilz in Kontakt tritt. Bereits nach wenigen Wochen zeigt sich eine 300-400-prozentige Verbesserung der Aufnahmefähigkeit von Flüssigkeiten. Hier erkennen Sie einen Querschnitt von Fichtenholz, welches mit unserem Pilz Physosporinus vitreus vorbehandelt wurde. Und was man hier sehr schön erkennt, ist, dass der Pilz lokal die Zellwand abgebaut hat und dadurch wird das Holz durchlässiger für Flüssigkeiten. Das lässt sich sogar an einem mit einem wasserlöslichen Schutzmittel bestrichenen Stück Fichte sehen. Man erkennt sehr schön, dass unser Pilz die Holzstruktur deutlich verändert hat und dadurch können also die fungiziden Wirkstoffe tiefer in das Holz eindringen und die Randzone der Holzprobe ist optimal geschützt. Die Forschung läuft vielerorts auf Hochtouren. In Deutschland sind Verfahren auf dem Markt, die etwa Buchenholz widerstandsfähig machen wie Teakholz. Oder andere, die Holz vor Wasser schützen. Holz hat große, immer noch ungenutzte Potenziale. Wir müssten eigentlich auch in der Stadt wesentlich mehr mit Holz bauen. Wir haben das Rohmaterial in den Wäldern, Versorgung ist vorhanden. Ob es sich jetzt tatsächlich zu diesen Marktanteilen kommt, die das Material verdient hätte, hängt davon ab, ob die politischen Strukturen funktionieren, also ob die das unterstützen, was sie offensichtlich tun. Hängt davon ab, dass wir genügend Planer haben, dazu brauchen wir die Ausbildung. Und das Allerwichtigste ist, dass die industriellen Strukturen, dass die Bauwirtschaft, dass das Handwerk zu Strukturen kommen, dass sie diese größeren Bauaufgaben tatsächlich bewältigen und angehen können. Anfänge sind eindrücklich gemacht. Holzhäuser schonen die Ressourcen, vermeiden viel graue Energie, erlauben ein angenehmes Wohnen.
Sie sind auch eine der Antworten auf die weltweite Klimadiskussion.